Wie immer beginnen wir auch unsere heutige Sitzung mit einer kleinen Einheit zur Methodik, worunter wir ja einerseits allgemeine Auslegungsmethodik, aber andererseits eben auch Methodik der Fallbearbeitung verstehen. Wenn Sie sich erinnern, wir haben ja in den letzten beiden Sitzungen unter methodischem Gesichtspunkt uns vor allem die Wortlautauslegung und die systematische Auslegung angeschaut. Die Wortlaut und die systematische Auslegung, habe ich Ihnen erklärt, sind deswegen so vortrefflich und besonders für Sie, weil sie eben Allzweckwaffen sind, die Sie jederzeit auch in der Klausursituation, in der Sie nicht auf Kommentare, Materialien und sonst etwas zurückgreifen können, einsatzfähig sind. Das gilt nicht in demselben Umfang für die Methode, die ich heute mit Ihnen besprechen möchte, nämlich die historische Auslegungsmethode. Die historische Auslegungsmethode ist, je nachdem, von welchem wissenschaftlichen Standpunkt aus man das betrachtet, wohl die bedeutendste. Und das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Nämlich erstens, gibt es einen, wenn Sie so wollen, demokratietheoretischen Grund und dann zweitens einen diskurstheoretischen Grund. Zunächst zur demokratietheoretischen Rechtfertigung. Ihnen ist ja bewusst, dass auch im Zivilrecht wir ja Gesetze anwenden. Und diese Gesetze wenden wir nicht an, weil wir das gerade lustig finden oder so, sondern weil wir durch sie gebunden sind. Es sind nämlich Gesetze, die sich der demokratisch legitimierte Gesetzgeber zu eigen gemacht hat. Und deswegen binden diese Gesetze alle Rechtsunterworfenen. Das gilt insbesondere für die Rechtsanwender, also insbesondere Richter, aber eben auch Anwälte oder sonst wie Rechtsunterworfene. Das bedeutet, wenn wir also sagen, dass das Wesentliche, das Verbindliche am Gesetz darin liegt, dass ein historischer Gesetzgeber das erlassen hat, dann muss doch das erste und zuvörderste Moment der Auslegung, auf das wir uns stützen, dieser Regelungswille, die Regelungsintention dieses Gesetzgebers sein. Das scheint noch relativ einfach. Jetzt kommen allerdings ein paar Qualifikationen dazu. Die Legitimität der historischen Auslegung ist also extrem bedeutsam, gerade in der Demokratie. Nur in der Praxis wird es häufig schwierig, diese Legitimität auch wirklich, wie soll man sagen, effektiv zu machen, auf die Straße zu bringen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Nehmen Sie etwa das ABGB. Das ABGB ist so alt, dass der historische Gesetzgeberwille von anno dazumal Ja. mit der heutigen Zeit nur noch wenig zu tun hat, extrem anpassungsbedürftig ist. Das bedeutet, wenn ein historischer Gesetzgeber sich Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts A vorgestellt hat, dann kann sich das heute im 21. Jahrhundert nochmal ganz anders darstellen. Das ist das eine Problem. Ja, Sie wissen also nicht, wie übertragbar ist historischer Gesetzgeberwille auf die heutige Zeit? Das wissen Sie nicht. Was Sie ebenso wenig wissen, ist, wie stelle ich eigentlich den historischen Gesetzgeberwillen fest? Die wesentliche Erkenntnisquelle für den historischen Gesetzgeberwillen ist nämlich welche? Das Gesetz. Und dann beißt sich die Schlange in den Schwanz. Das bedeutet, wenn ich also den Gesetzgeberwillen eigentlich nur dadurch feststellen könnte, was im Gesetz steht, naja, dann muss man sagen, Wortlautauslegung mache ich ja sowieso. Es ist aber nicht so einfach, denn manchmal hat der Gesetzgeber über seine Regelungsabsichten nicht nur im Gesetz selbst, das ist immer die Hauptquelle, aber möglicherweise auch noch in anderen Quellen Auskunft gegeben.
das sind diese Erläuterungen, die Sie auch im Ries, das müssen Sie unbedingt mal machen, zu allen Gesetzesnormen finden. Und diese Erläuterungen sind natürlich, da verweise ich hier auf das, was ich eben gesagt habe, umso bedeutsamer, je frischer, je jünger diese Erläuterungen sind. Wenn also ein Gesetzgeber gerade letztes Jahr mit der Erwägung 1, 2, 3, 4, die er in den Materialien zum Gesetz wiedergibt, eine Entscheidung getroffen hat, dann gibt es im Grunde kaum Gründe, von dieser aktuellen, bewussten Entscheidung des Gesetzgebers in irgendeiner Form abzuweichen. Ja, also je jünger das Gesetz ist, desto bedeutsamer sind diese Materialien, in denen der Gesetzgeber neben dem Gesetz selbst seine Regelungsabsicht zum Ausdruck bringt. Es kommt aber noch ein weiteres hinzu, leider qualifizierend. Wie ich Ihnen gesagt habe, ist und bleibt der Gesetzestext die primäre Auslegungsquelle, und zwar sowohl unter dem Gesichtspunkt der Wortlautauslegung, die selbstständige Bedeutung hat, als auch als Erkenntnisquelle für den historischen Gesetzgeberwillen. Wenn also ein Gesetzgeber in den Materialien irgendwelche Dinge schreibt und sagt, ich möchte gerne, dass das so und so läuft und ich habe mir das und das vorgestellt, dann ist das für sich erstmal nicht geeignet, einen klaren Wortlaut zu hintergehen. Denn das, was der Gesetzgeber will, darf er nicht nur innerlich wollen, sondern er muss das innerlich Gewollte auch zum Ausdruck gebracht haben, damit es wirklich verbindlich wird. Und wenn es an diesem Ausdruck nun ganz und gar fehlt, dann können Sie selbst mit den jüngsten, deutlichsten Materialien den Wortlaut des Gesetzes nicht hintergehen. Ja? Das ist also ganz wichtig für Sie zur Einordnung. Es gibt also, das ist der erste Strang für die historische Auslegungsmethode, diesen demokratietheoretischen Zusammenhang. Wissen, was der Gesetzgeber will, mit den beschriebenen Einschränkungen, dass der alte Gesetzgeberwille häufig nicht besonders aussagekräftig ist und dass diese Materialien nur eine Quelle für den historischen Gesetzgeberwillen sind. Die Hauptquelle ist wieder der Wortlaut des Gesetzes selbst, denn das ist verbindlich, das ist sachgerecht veröffentlicht im Anzeiger und so weiter. Das ist also die eine Säule der historischen Auslegung. Es gibt allerdings eine zweite, und die ist für uns in Zivilrecht, gerade wenn es um AWGB geht oder überhaupt um ältere Zivilgesetze, auch das deutsche BGB zählt dazu, selbst wenn es sozusagen ein Jungspund ist im Vergleich zum AWGB. Die historische Auslegung hat nämlich einen zusätzlichen diskursiven Vorteil. Und dieser diskursive Vorteil ist etwas hochtrabend ausgedrückt. Der besteht darin, dass die Materialien, die ich gerade erwähnt habe, dass die intersubjektiv zugänglich sind. Ich habe ja mit Ihnen bereits besprochen, dass es noch diese vierte Methode gibt, der werden wir uns genauer in der nächsten Sitzung zuwenden, die teleologische Auslegung. Aber das Problem an der teleologischen Auslegung, wenn Sie sich erinnern an unsere erste Sitzung, war ja, dass bei der teleologischen Auslegung nicht so richtig klar ist, woraus man die eigentlich genau schöpft. Es wirkt so, als ob jeder da mal einen Schuss frei hat und sich frei überlegen kann, was er denn jetzt für den Sinn und Zweck der einschlägigen Norm hält. Und das untergräbt natürlich die ganze Idee von methodengeleiteter Auslegung, weil wir durch methodengeleitete Auslegung ja versuchen wollen, Intersubjektivität herzustellen. Dass also meine Gründe auch für Sie zugänglich werden. Das ist der Sinn von dieser ganzen Methode. Sonst würden wir uns einfach hinsetzen und ich würde sagen, Herr Pock, wie verstehen Sie die Norm? Herr Pock würde sagen, ich verstehe sie so. Dann sage ich, wie ich sie verstehe und wir machen irgendwie eine Abstimmung oder sowas. Nein, wir glauben ja, dass diese Norm etwas objektiv für uns alle Zugängliches sagen will. Und das versuchen wir durch diese Auslegungsmethoden zu ergründen. Wenn nun aber die teleologische Auslegungsmethode ausgerechnet an der Stelle schwach ist, weil sie nämlich eigentlich im Ergebnis auf subjektiv gefundenen Gründen des jeweiligen Auslegenden beruht. Der Auslegende hat nämlich keine Materialien, nichts, worauf er verweisen kann, dann schwächt das legitimitätsmäßig die teleologische Auslegung. Und
warum habe ich diesen Einschub zur teleologischen Auslegung gemacht? Es ist kehrseitig genau das der Vorteil der historischen Auslegung. Die historische Auslegung, indem sie zum Beispiel auf Materialien verweisen kann, hat wie die Wortlautauslegung den Vorteil, dass der Gegenstand ihrer Auslegung, über die, wie man dieses Materialien versteht, darüber kann man wieder streiten. Aber was die Materialien sind und was da objektiv mal drinsteht, darüber kann man nicht streiten. Das bedeutet, man bekommt einen festeren Boden unter die Füße, wenn Sie so wollen, dadurch, dass man sich auf eine allseitig intersubjektiv zugängliche Auslegungsgrundlage beziehen kann. Und das ist der große Legitimitätsvorteil der historischen Auslegung. Also nochmal zusammengefasst, historische Auslegung ist sehr wichtig. Sie ist wichtig, insbesondere bei jungen Gesetzen, wegen der demokratietheoretischen Rechtfertigung, weil bei uns eben der demokratisch legitimierte Gesetzgeber die Gesetze macht und nicht wir Rechtsanwender. Sie ist aber gleichzeitig bedeutsam, weil wir über die Materialien, die typischerweise mit Gesetzen einhergehen, einen Gegenstand unserer Debatte, unserer Methodendiskussion finden, der als solcher nicht bestreitbar oder umstritten ist, wodurch der Zweck unserer Auslegungsmethode, nämlich intersubjektiv konsensfähige Ergebnisse herzustellen, gefördert wird. Das war jetzt alles relativ abstrakt. Ich muss es dabei belassen. Warum? Das, was ich Ihnen erzählt habe, ist für Sie relevant. Erstens, wenn Sie später einmal ernsthafte Memos verfassen, weil dann Sie natürlich keine Ausreden mehr haben. Dann haben Sie alle digitalen Ressourcen zur Verfügung und müssen eben auch historische Auslegungen betreiben. In den Prüfungssituationen, worauf ja auch unsere Übung ausgerichtet ist, wird das weniger der Fall sein. Sie bekommen in unseren Prüfungen, sei es in der FIM 2, sei es in der Modulprüfung, keinen Zugang zu Materialien. Es ist also in aller Regel, außer Sie erinnern sich ganz konkret an einen historischen Gesetzgeberwillen und können das auch wirklich auf Nachfrage substantiieren. Wenn Sie das ganz genau wissen, dann meinetwegen. Ansonsten ist es eher ein Zeichen schlechter Methodenbeherrschung, wenn Sie ohne die Materialien vor sich zu haben, anfangen aus den Materialien zu zitieren. Das bedeutet also, historische Auslegung ist für Sie spannend später für Ihren Beruf und wohl auch schon bei Seminararbeiten, die Sie schreiben. Also jedenfalls bei mir nehme ich kaum eine Seminararbeit ernst, die keine historische Auslegung betreibt, eben weil diese historische Auslegungsmethode so überlegen ist. Jedenfalls aber in den Modulprüfungen und in der FIM 2 tun Sie im Zweifel gut daran, die historische Auslegung wegzulassen. So viel heute zum Methodenteil. Wir haben dann noch die teleologische Auslegung vor uns und die Rechtsfortbildung. Das werden wir in den nächsten beiden Methodenteilen besprechen. Gibt es dazu jetzt irgendwelche Fragen? Die können Sie im Chat stellen oder ich kann auch gerne Ihnen mal das Mikro überreichen, virtuell gesprochen. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Gut. Ich gehe mal davon aus, also dass es keine weiteren Fragen gibt. Dann schlage ich vor, wir gehen direkt in unseren Fall 3, den Sie auf der Webseite gefunden haben. Der Fall Party Service. Ich werde jetzt nicht den gesamten Sachverhalt nochmal wiedergeben. Den haben Sie ja vor sich liegen und Sie haben im Übrigen auch bereits eine Lösung für sich erstellt. Das erwarten wir jedenfalls, dass Sie das tun. Nun, vielleicht eine kleine Vorbemerkung. Was ist das große Thema dieses Falls? Nun ja, es geht um den Unternehmensübergang. Und da möchte ich Ihnen doch vielleicht ein, zwei kleine begriffliche Vorbemerkungen machen. Das erste ist, welche Arten von
Übergängen oder von Rechtsnachfolgen kennen Sie denn? Sie müssen zunächst, das haben Sie mit Sicherheit in Ihrer Vorlesung zum Unternehmensrecht gemacht, die Gesamtrechtsnachfolge von der Einzelrechtsnachfolge unterscheiden. Das ist ganz wesentlich, weil es zwei völlig unterschiedliche Übergangsmodalitäten sind. Bei der Gesamtrechtsnachfolge, da wird tatsächlich praktisch die Totalität von allen Rechten und Pflichten eines Rechtsträgers wird umgetopft auf einen neuen Rechtsträger. Der typische Fall von einer solchen Gesamtrechtsnachfolge sind die ganzen Umgründungen, die Sie vielleicht schon kennen. Also zum Beispiel die Verschmelzung aus dem Aktienrecht, kennen Sie die? Es gibt die Spaltung aus dem Spaltgesetz. Aber Sie finden auch Gesamtrechtsnachfolgen, also umgründungsähnliche zumindest Gesamtrechtsnachfolgen im UGB. Und da möchte ich Sie mal hinweisen auf den 142 UGB. Da ist auch eine Rechtsnachfolge geregelt. Und auch das ist natürlich eine Gesamtrechtsnachfolge. Ja? Und zwar, wenn Sie mal reinschauen, 142, verbleibt nur noch ein Gesellschafter. Ja, wir sind also hier in der OG. So erlischt die Gesellschaft ohne Liquidation. Das Gesellschaftsvermögen geht im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf diesen, also auf den verbleibenden Gesellschafter über. Ja, was ist also der Sinn von 142.1? Sie müssen sich vorstellen, da gibt es also eine Personengesellschaft und diese Personengesellschaft, die kann ja nur mit mindestens zwei Gesellschaftern bestehen. Ja, also sonst ist es nun mal keine Gesellschaft, das ist, glaube ich, einleuchtend, das sind ja auch mindestens zwei oder drei, die in meinem Namen beisammen sind. Ja? Also eine alleine ist keine Gesellschaft. Und nun, entfällt also diese unvordenkliche Bedingung einer Gesellschaft, mehrere Gesellschafter zu haben, muss das Gesetz eine Position beziehen dazu, naja, was passiert denn jetzt mit diesem Bündel aus Rechten und Pflichten, genannt OG, wenn der OG nur noch ein Gesellschafter verbleibt. Und es wird angeordnet, das Gesellschaftsvermögen geht im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf diesen einen Gesellschafter über. Und damit ist also gemeint, die Totalität des Vermögens geht von einem auf den anderen über. Ja, das heißt, da wird nicht jedes einzelne Recht in irgendeiner Form zugewiesen, sondern es wird praktisch die Totalität des gesamten Vermögens umgetauft. Das ist Gesamtrechtsnachfolge. Und dann gibt es die Einzelrechtsnachfolge. Einzelrechtsnachfolge, können Sie sich vorstellen, ist offensichtlich das Gegenteil. Da werden nämlich die einzelnen Vermögenswerte avisiert. Und das können nun, und jetzt spaltet sich es weiter auf, das können nun entweder die Einzelvermögenswerte, die durch die Gesellschaft gehalten werden, sein. Also nehmen Sie an, die Gesellschaft hat drei Lizenzen, ein Mietrecht, ein Pachtrecht, zwei Patente und Eigentum an einem Fuhrpark. Ja? Dann werden diese einzelnen und noch eine Liegenschaft. Dann können Sie entweder diese einzelnen Vermögenswerte übertragen. Da hat sich der englische Ausdruck Asset Deal durchgesetzt, weil jetzt die einzelnen Assets, also die einzelnen Vermögenswerte der Gesellschaft übertragen werden mit den jeweiligen einzelnen Übertragungstatbeständen. Oder aber, das ist natürlich noch ein bisschen eleganter, Sie übertragen nicht die Assets der Gesellschaft, sondern Sie übertragen einfach die Anteile an der Gesellschaft. Und indem Sie die Anteile an der Gesellschaft übertragen, erhält der Käufer, in dem Fall der Unternehmenskäufer, natürlich ebenso wirtschaftlich gesehen Zugang zu dem Gesamtvermögen der Gesellschaft.
Also stellen Sie sich das bitte vor. Der Unterschied ist, diese Gesellschaft, die ich gerade besprochen habe, kann entweder, nehmen wir an, es ist eine GmbH, diese GmbH kann ihre einzelnen Rechte, also ihre Liegenschaft, ihr Mietrecht, ihre Lizenzen, ihre Patente übertragen. Das wäre die Einzelrechtsnachfolge in Form des Asset Deals. Oder aber Sie erwerben einfach die Anteile an dieser Gesellschaft. Dann tut sich sozusagen oben überhaupt nichts. Es ist weiter dieselbe GmbH, die hält dieselben Rechte. Aber unten in der Unternehmenseigentümerschaft, da hat sich was getan, nämlich die Anteile gehören nicht mehr, sagen wir mal, dem früheren natürlichen Unternehmenseigentümer, sondern dem Unternehmenskäufer. Das nennt sich so, also entsprechend als Gegenbegriff zum Asset Deal, das nennt sich Share Deal. So ein Share Deal ist also, wie Sie sich vorstellen können, ein einfacher Rechtskauf. Hier werden Anteile gekauft, während der Asset Deal eine ganze Fülle von Kaufverträgen sein kann. Wenn Sie eine Liegenschaft kaufen, ist es eben ein Liegenschaftskauf. Wenn Sie Rechte kaufen, die der Gesellschaft zu eigen sind, dann ist es eben ein Rechtskauf. Soweit so klar? Also Gesamtrechtsnachfolge, Einzelrechtsnachfolge. Innerhalb der Einzelrechtsnachfolge gibt es die Asset-Option und die Share-Option. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und gucken uns innerhalb der Asset-Option an, wie kann ich denn solche Assets übertragen? Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt die Norm ins Spiel, die uns heute interessiert, nämlich der 38 UGB, Paragraph 38 UGB, der den Unternehmensübergang regelt. 38 erlaubt, das Unternehmen als Ganzes zu übertragen. Er erlaubt also sozusagen diese Asset-Deal-Stückwerk-Flickschusterei zu vereinfachen. Und zwar in doppelter Hinsicht. Erstens können Sie sozusagen in einem Aufwasch das Unternehmen übertragen. Sie müssen also nicht einzelne Rechtsgeschäfte hinsichtlich jedes einzelnen Unternehmenswertes bilden. Das ist nämlich im Einzelfall auch ziemlich schwierig, ja, weil Sie häufig gar keinen Überblick haben, was noch so alles zu diesem Unternehmen gehört. Das ist also der erste Vorteil. Und der zweite Vorteil ist noch ein bisschen subtiler. Zu dem Unternehmen gehören nämlich natürlich auch Verbindlichkeiten. Und nun erscheint es, wir kommen drauf, häufig gerecht, dass diese Verbindlichkeiten mit dem Unternehmen übergehen. So etwas können Sie aber nicht so einfach festlegen wie den Übergang von Rechten, denn beim Übergang von Pflichten ist ja ein anderer noch betroffen, nämlich wer? Etwa der Gläubiger des Unternehmens. Der Unternehmensgläubiger, den darf ich ja nicht einfach mal eben so einen neuen Schuldner aufdrängen. Deswegen ist grundsätzlich die Vertragsübernahme und die Schuldübernahme, die verdrängende, also die privative Schuldübernahme und die privative Vertragsübernahme, also eine Übernahme, wo der Schuldner ausgewechselt werden soll und nicht einfach nur ein weiterer Schuldner hinzutritt. Deswegen ist es ein besonders delikates Thema und bedarf einer gesetzlichen Regelung. Und genauso eine gesetzliche Regelung haben wir in 38 UGB gefunden, die genau das vereinfachen soll, über die, wie Sie aus Ihrer Vorlesung sich erinnern, Widerspruchslösung, die Sie in den Absätzen 2 und 3 verwirklicht sehen. Ja, was also der 38 UGB machen soll, ist erstens, er soll die Multiplizität der einzelnen Asset-Verträge vereinfachen, das Unternehmen statt jedes einzelne Asset aufführen. Er soll aber zweitens eben auch die fehlende oder die Zustimmungsbedürftigkeit zu Schuldübernahmen etwas glätten, indem er an die grundsätzliche aufschiebende Bedingung der Zustimmung des Gläubigers über die Widerspruchslösung, wenn Sie so wollen, die auflösende Bedingung des Widerspruchs setzt.
Soweit zur Erinnerung, wo wir uns befinden. Wir sind also in der Einzelrechtsnachfolge im Asset-Deal in der Modalität des Unternehmensübergangs, also das Unternehmen, das Rechtsobjekt, Sie erinnern sich an unsere letzte Sitzung, das Rechtsobjekt des Unternehmens wird als Ganzes übertragen. Und nun gehen wir auch schon in den Fall hinein. Was war die Fallfrage? Welche Ansprüche stehen H gegen die anderen Beteiligten zu? Das ist so einfach wie klar. Wir sollen also wie immer fragen, wer H will was, wohl die Bezahlung der 5.000 Euro, von wem, von den anderen Beteiligten. Die sollen wir also nacheinander prüfen. Und woraus, das müssen wir uns auch noch klar machen. Gut. Wir beginnen mal mit, also einfach chronologisch, mit demjenigen, der ursprünglich diese Verpflichtung eingegangen ist. Und das war ja wohl der P. Und ein Anspruch gegen P könnte sich zunächst einfach aus 1062 ABGB ergeben, also auf Kaufpreiszahlung. Aber wir bedenken gleich mit, P hat ja das Unternehmen weiter übertragen. Deswegen wäre es besonders schön festzustellen, dass diese Weiterübertragung der Fortdauer der Kaufpreisverpflichtung nicht im Wege steht. Deswegen prüfen wir zusätzlich zum, und das können wir tatsächlich direkt in die Überschrift schreiben, weil das dem Leser direkt einen Aufschluss darüber gibt, wohin die Reise geht. Deswegen sollten wir tatsächlich hier prüfen, Anspruch H gegen P auf Kaufpreiszahlung von 5.000 Euro gemäß 1062 ABGB in Verbindung mit, und nun ja, Sie haben es erraten, mit Paragraf 38, allerdings 38 in welcher Variante? Nämlich in der Variante der Nachhaftung des Veräußerers, und das ist Paragraf 38 Absatz 1 Satz 3. Da steht, der Veräußerer haftet nach Maßgabe des 39 für die unternehmensbezogenen Verbindlichkeiten fort, und das wird dann näher ausgeführt in Paragraf 39. Das ist also das Konditionalprogramm. Kaufpreisverpflichtung aus 1062 in Verbindung mit der Forthaftung des Unternehmensveräußerers. Gehen wir also in die Prüfung hinein. Da müssen wir als erstes feststellen, dass es einen Kaufvertrag gibt. Das ist hier unproblematisch. Ja? Sie schreiben mir aber bitte nicht, es ist unproblematisch, dass ein Kaufvertrag vorliegt, sondern Sie sagen einfach, H und P haben einen Kaufvertrag miteinander geschlossen. Daraus ergibt sich nach 1062 ABGB die Verpflichtung des P zur Zahlung des Kaufpreises. Jetzt ist die Frage, ob diese Kaufpreisverbindlichkeit übergegangen ist. Das ist also die Einwendung der Sukzession, die Sie prüfen. Ja? Ist diese Kaufpreisverbindlichkeit, die P ursprünglich hatte, ist die irgendwie aufgelöst worden, dadurch, dass P das Unternehmen veräußert hat. Und dazu müssen Sie erstmal schauen, ob der 38 sachlich anwendbar ist. Es geht also um ein unterlebenden erworbenes Unternehmen, haben wir. Dieses Unternehmen muss fortgeführt werden. Was bedeutet das? Naja, man muss weiter sozusagen mit dieser organisatorischen Gesamtheit des Unternehmens wirtschaften. Diese Frage, wann eigentlich eine Fortführung vorliegt, ist Teil heftiger Kontroversen, gerade auch zwischen Deutschland und Österreich gewesen. In Deutschland wird hier zum Beispiel verlangt, dass der Fortführende die Firma des Unternehmens fortführt. Sie erinnern sich, die Firma, den Unternehmensnamen. Da hat aus meiner Sicht unser UGB eine sehr kluge Neujustierung vorgenommen und steht jetzt auf dem Standpunkt, der sich aus den Materialien des Gesetzgebers ergibt. Sehen Sie, das ist jetzt historische Auslegung. Wenn Sie das wissen, ist das gut. Aber wenn nicht, bin ich Ihnen nicht böse. Also hier steht einfach nur Unternehmen fortführt. Und jetzt können Sie historisch anfangen zu argumentieren, indem Sie sagen, ursprünglich stand dort, wer die Firma des Unternehmens fortführt.
das hat man bewusst weggelassen. Und jetzt ist natürlich nicht ganz klar, ja, warum denn? Weil die Firma keine Bedeutung hat oder wie oder was? Der Gesetzgeber hat das in den Wortlaut nicht aufgenommen. Er erklärt sich aber in den Erläuterungen zu diesem Änderungsgesetz, mit dem wir uns von dem deutschen HGB-Modell entfernt haben. Und er erläutert das wie folgt. Er sagt sinngemäß, die Firmenfortführung ist möglicherweise häufig, möglicherweise, aber noch nicht mal das, aber ist häufig eine hinreichende Bedingung. Das heißt, sie ist wohl häufig Grund oder Indiz dafür anzunehmen, dass jemand ein Unternehmen fortführt, also als organisatorische Gesamtheit mit diesem Unternehmen weiterwirtschaftet. Das ist aber erstens keine notwendige Bedingung. Es ist durchaus möglich, ein Unternehmen fortzuführen, ohne die Firma fortzuführen. Sehr gute Überlegung. Und zweitens, es ist noch nicht mal immer hinreichend bestimmt, also dass immer dann, wenn die Firma fortgeführt wird, notwendigerweise auch eine Unternehmensfortführung vorliegt. Das heißt, der Gesetz, wenn im Sachverhalt oder unter einer vergleichbaren Firma das Unternehmen fortgeführt wird, dann können Sie das weiterhin verwerten als Indiz für die Fortführung im Sinne des 38 Absatz 1 Satz 1. Und das ist also hier unbedingt zu bejahen. Also Unternehmensfortführung unter Lebenden ist hier überhaupt kein Problem. Wer also ein Unternehmen, bevor Unternehmen fortführt, das ist in diesem Fall jetzt also der K, übernimmt, sofern nichts anderes vereinbart ist, zur Zeit des Unternehmensübergangs die unternehmensbezogenen, nicht höchstpersönlichen Rechtsverhältnisse des Veräußerers mit den bis dahin begründeten Rechten und Verbindlichkeiten. Grundsätzlich werden die also übernommen, das heißt, die Verbindung, die Verpflichtungen gehen über, aber, und deswegen ist jetzt das Sicherheiten lassen weg, der Satz 3 so wichtig, aber obwohl diese Verbindlichkeiten übergehen, haftet der Veräußerer nach Maßgabe des 39 fort. Und was ist das hier für ein Modell? Nun ja, da gibt es so eine zeitlich begrenzte Nachhaftung des Veräußerers. Sie können das lesen, in 39 übernimmt der Erwerber des Unternehmens unternehmensbezogene Rechtsverhältnisse des Veräußerers mit den bis zum Unternehmensübergang begründeten Rechten und Verbindlichkeiten, so haftet der Veräußerer für diese Verbindlichkeiten nur, soweit sie vor Ablauf von 5 Jahren nach dem Unternehmensübergang fällig werden. Uns interessiert hier im Fall also, wann wurde die Kaufpreisverbindlichkeit, wann wurde die eigentlich fällig? Nun ja, das ist hier nach 1334 Satz 2 ABGB wohl jedenfalls ab Abnahme der Gegenleistung der Fall. Also sobald diese, was war das, diese Bar oder was da geliefert wurde, sobald praktisch die Kaufsache geliefert und angenommen wurde, in dem Moment tritt bereits Fälligkeit ein und von da an 5 Jahre. Also sozusagen, diese Fälligkeit ist auf jeden Fall gewährleistet. Wir haben also auf jeden Fall ein Fälligwerden innerhalb von 5 Jahren. Das ist die erste Bedingung nach 39 Satz 1. Und dann gibt es einen besonderen Passus zur Verjährung. Ansprüche daraus, also Ansprüche, die nach 39 Satz 1 begründet sind, verjähren innerhalb der für die jeweilige Verbindlichkeit geltenden Verjährungsfrist, längstens jedoch in 3 Jahren. Ist auch diese Verjährungsfrist unproblematisch gewahrt. Das bedeutet im Ergebnis, ja, P haftet weiter nach 1062 ABGB in Verbindung mit 38 Absatz 1 Satz 3 UGB. P haftet also uneingeschränkt fort für diese Forderung. Soweit dazu. Ist, glaube ich, jetzt nicht weiter diskussionsbedürftig. Das ließ sich, glaube ich, relativ einfach
durch schlichte Subsumption bewältigen. Spannend wird es jetzt natürlich noch, wie das eigentlich ein paar auch noch Ansprüche gegen K hat. Ja? Denn, wie wir gesehen haben, übernimmt also der Übernehmer übernimmt auch die Schuldverhältnisse aus dem Unternehmen und damit eben auch die Außenstände, beziehungsweise nicht die Außenstände, sondern die Verbindlichkeiten des Unternehmens vorliegend, also diese Kaufpreisforderung. Deswegen drängt sich die Frage auf, ob H über seinen Anspruch gegen P als ursprünglicher Vertragspartner, der seine Verbindlichkeit nicht durch Unternehmensübergang verloren hat, das haben wir geprüft, ob H also über seinen Anspruch gegen P hinaus auch gegen K vorgehen kann. Und die Anspruchsgrundlage dafür ist wieder zunächst 1062 ABGB, aber diesmal eben in Verbindung mit der Verpflichtung des Übernehmers. Und die ergibt sich aus § 38 Absatz 1 Satz 1. Und da sehen Sie, die ist grundsätzlich, die haben wir im Grunde schon geprüft. Die steht nur unter der Bedingung unter Leben erworben, das Unternehmen fortgeführt, übernimmt. Und dann kommt allerdings, sofern nichts anderes vereinbart ist, aber eine solche anderweitige Vereinbarung ist nicht zu erkennen. Somit haftet K gemäß 1062 ABGB in Verbindung mit 38 Absatz 1 Satz 1 UGB für die Kaufpreisverpflichtung gegenüber H. Jetzt könnten oder sollten Sie jedoch einen kleinen Trick im Fall bereits berücksichtigen. Und zwar hat K nämlich zwei Hüte auf. Schauen Sie mal rein. Sie merken, K ist ja einerseits Übernehmer des Unternehmens. Er bringt später aber das Unternehmen auch in die später gegründete KG ein. Deswegen ist jetzt bereits festzustellen, dass K, nachdem er diese Verpflichtung gemäß 38 Absatz 1 Satz 1 übernommen hat, aus dem ersten Unternehmensübergang, dass K durch Durchführung des zweiten Unternehmensübergangs auf die KG nicht von dieser Verpflichtung befreit worden ist. Das heißt, Sie müssen jetzt auch noch festhalten, dass auch K, genauso wie P, in seiner Eigenschaft als Übertragender des Unternehmens, als Veräußerer des Unternehmens, forthaftet, jetzt aber wieder nach 38 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit 39 UGB. Das ist in der Sache unproblematisch, aber das war sozusagen eine gewisse Komplexität in dem Fall, dass Sie das erkennen, dass K also erst Übernehmer des Unternehmens von P, aber dann auch noch Veräußerer des Unternehmens an die KG ist. Das sollten Sie sehen. Dann können wir die Prüfung auch schon fortsetzen. Wir kommen jetzt nämlich an einen Punkt, der von vielen übersehen wird. Und zwar müssen Sie sich klar machen, der 38 UGB, der scheint ja, wenn man den so liest, das Problem Unternehmensübergang recht einleuchtend zu regeln. Ja? Also was haben Sie? Sie haben in Absatz 1 die Grundregel, der Alte haftet weiter in Verbindung mit 39 auf 5 Jahre befristet in Verbindung mit Verjährung. Haben wir verstanden. Ja? Also das ist nach Satz 3. Der Neue haftet auch nach 38 Absatz 1 Satz 1. In Absatz 2 Satz 3 ist diese Widerspruchslösung geregelt. Also die Frage, was passiert eigentlich mit Verhältnissen, deren Übergang ein Dritter nicht zustimmt? Verbleiben die dann vollständig, wenn er den Widerspruch ausübt? Oder wenn er den Widerspruch nicht ausübt, gehen die über auf den Übernehmenden des Unternehmens. Und dann kommt allerdings... Herr Professor,
Ja. Der Herr Luckern hat noch eine Frage in den Gruppenchat gestellt, nur dass Sie das nicht übersehen. Oh, das habe ich noch nicht gesehen. Könnte nicht H eventuell noch ein Widerspruchsrecht haben? Das Problem ist, dafür müsste es ein laufendes Vertragsverhältnis geben. Der Kaufvertrag ist allerdings abgeschlossen. H hat ja nur noch eine Forderung aus dem Kaufvertrag auf Kaufpreiszahlung. Deswegen ist H jetzt keiner der Gläubiger, die von der Widerspruchslösung nach Absatz 2, Absatz 3 avisiert werden, Herr Luca. Da geht es um laufende Vertragsverhältnisse. Ja? Okay. Herr Lukan sagt danke. Ich glaube, damit hat sich das erledigt. Tut mir leid, ich hatte das im Chat nicht gesehen. Danke, Herr Bock, dass Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben. Also, H hat im Übrigen auch, weil es H geht es nur noch um die Begleichung seiner Forderung. H ist als schlichter Gläubiger, als schlichter Forderungsgläubiger in der privilegierten Situation, dass er einfach gegen beide vorgehen kann nach 38 Satz 1 und Satz 3. H hat also gar kein Interesse in irgendeiner Form, ein Widerspruchsrecht, selbst wenn er es hätte, auszuüben. Es ist nicht praktisch der davon avisiert wird, sondern von dem Widerspruch avisiert werden Gläubiger aus laufenden Verträgen, die also mit diesem Vertragsübergang nicht einverstanden sind. Und die können alle möglichen Gründe haben, sich mit dem alten Schuldner weiter auseinandersetzen zu wollen und nicht mit dem neuen. Da geht es um die Frage, zum Beispiel, ob man eine laufende Vertragsbeziehung hat, Einreden, Aufrechnungsforderungen aus anderen Zusammenhängen mit derselben Person. Es gibt also tausend Gründe, warum Sie nicht wollen, dass ein Schuldverhältnis auf einen anderen, also ein Vertragsverhältnis auf einen anderen übergeht. Hier geht es allerdings, der Vertrag ist abgeschlossen, nur noch um die Forderung aus dem Kaufvertrag. Ja? Aber zurück zu dem, was ich eingangs sagte, also wenn Sie in 38 sozusagen von außen würdigen, dann steht im 38 Absatz 1, okay, also erstens, wer übernimmt, haftet. Zweitens, der Veräußerer haftet nach für 5 Jahre, also Fälligkeit in 5 Jahren und dann Verjährung innerhalb von 3. Dann gibt es diese Widerspruchslösung, Absatz 2, Satz 3. Und dann kommt der Absatz 4 und der ist nun wirklich interessant. Werden unternehmensbezogene Rechtsverhältnisse des Veräußerers vom Erwerber nicht übernommen, so haftet er dennoch für die damit verbundenen Verbindlichkeiten. Sie sehen also, nochmal Herr Lukan an Sie, UGB, also 38 UGB unterscheidet tatsächlich zwischen den Vertragsverhältnissen und den Verbindlichkeiten, nämlich den Forderungen aus den Vertragsverhältnissen. Also selbst wenn ein Vertragsverhältnis nicht übernommen wird, haftet man weiter für die Verbindlichkeiten. Und jetzt kommt aber Satz 3. Eine davon abweichende Vereinbarung über die Haftung ist einem Dritten gegenüber nur wirksam, wenn sie, und dann kommt Publizitätsanforderung. Also Firmenbuch, verkehrsüblicherweise bekannt oder dem Gläubiger bekannt gemacht. Und das ist nun wirklich überraschend. Warum ist das überraschend? Vergleichen Sie das mal etwa mit 128 Satz 2 UGB oder mit anderen vergleichbaren Regelungen. Hier scheint also die Haftung des Erwerbers, die Haftung des Unternehmenserwerbers gegenüber einem Dritten hängt von der vertraglichen Vereinbarung zwischen dem Erwerber und dem Veräußerer ab. Jetzt stelle ich mal keine Abstimmung, sondern ich möchte jetzt einfach mal hören, was ist das denn von außen betrachtet für Sie? Wenn also der Veräußerer und der Übernehmende vereinbaren, dass der Übernehmende entgegen der grundsätzlichen Regel in 38 nicht für eine Altverbindlichkeit haften soll.
Was ist das für ein Vertrag? Ja, super, Frau Marco. Das ist ein Vertrag zulasten Dritter. Und mögen wir solche Verträge? Nein, eigentlich ist sowas sogar ziemlich absurd. Denn die Privatautonomie bedingt ja, dass man nur über eigene Rechte verfügen soll. Das ist der Witz an Privatautonomie. Wenn ich der Betroffene eines fremden Vertrags bin, dann ist das das Gegenteil von Privatautonomie. Denn Autonomie bedeutet Selbstgesetzgebung. Ich bin nicht Teil dieses Vertrags. Deswegen können wir gerade noch damit leben, dass ich Rechte auf den Vertrag bekomme, Verträge zugunsten Dritter oder mit Schutzwirkung zugunsten Dritter. Aber wir können sehr schlecht damit leben, dass ich Pflichten aus einem fremden Vertrag haben soll. Das ist absurd. Okay? Und diese Konzession macht aber der 38 Absatz 4. Sie müssen sich das so vorstellen, Sie müssten sich den Absatz 4 eigentlich in die Regelung zum 38 Absatz 1 Satz 1 mit hineinlesen. Das bedeutet, die Rechtsposition des Gläubigers, einen neuen Schuldner zu bekommen, die besteht schon von vornherein nur unter der auflösenden Bedingung, dass Veräußerer und Übernehmer eine Vereinbarung, also unter der auflösenden Bedingung, dass Veräußerer und Unternehmer eine Vereinbarung treffen, dergestalt, dass die Verbindlichkeit nicht übernommen werden soll. Das ist aber doch ein ziemlich kontraintuitiver, wenn ich das so sagen darf, Move des Gesetzgebers. Hier wird also ein Vertrag zugunsten, wenn ich nur den Absatz 4 anschaue, ja, ich habe Ihnen gerade gesagt, wie man das systematisch rettet, indem man den Absatz 4 in den Absatz 1 hineinliest. Aber das ist natürlich ein Trick. Wenn ich nur den Absatz 4 anschaue, ist hier ein Vertrag zulasten Dritter geregelt. Das ist also eine sehr spezifische Lösung für dieses Problem der Unternehmensübertragung. Und deswegen würde man eigentlich denken, dass eine Norm, die so spezielle Lösungen findet, dann auch den Absatz 5 oder dann auch die Qualifikation in Absatz 5a, wenn Sie die mal sich genauer anschauen, dass diese Norm den Sachverhalt abschließend regelt. Und dann kommt aber Absatz 6. Eine durch andere Bestimmungen begründete Haftung oder Übernahme von Rechtsverhältnissen durch den Erwerber bleibt unberührt. Das heißt, die Richtung. Ja. In Absatz... Richtig. Ich höre Stimmen. Gibt es was beizutragen oder war das nur zufällig ein offenes Mikro? Okay, also wir würden also meinen, dass diese 38 eine abschließende Lösung für das Problem gefunden hat und dann belehrt er uns eines Besseren. Absatz 6, eine durch andere Bestimmungen begründete Haftung oder Übernahme von Rechtsverhältnissen durch den Erwerber bleibt unberührt. Hier sagt also der 38 in seinem Absatz 6 ausdrücklich, ich möchte keine abschließende Norm sein. Ich habe damit lange gehadert und in einem von mir gern erinnerten Gespräch mit Herrn Professor Torgler meine Verständnisschwierigkeiten dieser Norm ausräumen können. Denn am Ende des Tages kann ich Ihnen sagen, man würde zwar denken, 38 wäre speziell, aber wir müssen dem 38 glauben. Er sagt in Absatz 6, ich will nicht speziell und abschließend sein, sondern anderen Normen gewähre ich gerne den Vortritt. Und das gilt zum Beispiel für 12a Mietrechtsgesetz, wo praktisch Sonderregelungen für den Übergang von Mietverhältnissen geregelt sind. Das wäre ohnehin eine Lex Spezialis. Dafür bräuchten wir den 38 Absatz 6 nicht. Aber für unsere Falllösung und überhaupt für Sie auch später extrem wichtig ist der 1409 ABGB, Paragraf 1409 ABGB. Der wird durch den 38 Absatz 6 ausdrücklich nicht berührt. Das heißt, Sie müssen 38 UGB und 1409 ABGB immer parallel prüfen.
Ja? Es gibt ganz wenige Fälle, in denen der 38 UGB nicht anwendbar ist, aber der 1409 ABGB schon. Das ist zum Beispiel bei diesen Forstbetrieben, wo dann wo dann der persönlich-sachliche Anwendungsbereich von 38 nicht gegeben ist, oder auch bei selbstständigen Betrieben, ja, dann geht das nicht nach 38, sondern nach 1409 ABGB. Das ist mal das eine. Also es gibt Fälle, in denen nur 1409 ABGB anwendbar ist. Es gibt aber im Grunde keinen Fall, in dem 38 UGB anwendbar ist, aber nicht 1409 ABGB. Das bedeutet, bitte, wenn Sie den 38 UGB prüfen, Sie beginnen damit, das ist die speziellere Norm, aber danach konkurrierend dazu prüfen Sie immer auch den 1409 ABGB. Und der hat nämlich eine ganz entscheidende praktische Spitze, auf die ich Sie hinweisen möchte. Denn er hat den, wenn Sie so wollen, übertragen gesprochen, den 38 Absatz 4 nicht. Ja? Wenn Sie den 1409 mal aufschlagen, da steht das, Frau Marco, was wir beide spontan gedacht haben, nämlich 1409 Absatz 3, entgegenstehende Vereinbarung zwischen Veräußerer und Übernehmer zum Nachteile der Gläubiger sind diesen gegenüber unwirksam. Das hätten wir alle erwartet, dass Verträge zulasten Dritter unwirksam sind. Ja? Und das gibt dem 1409 als Parallele zum 38 UGB so eine besondere Schärfe, weil er nämlich nicht abdingbar ist. Er ist zwingendes Recht, während der 38 in weitem Umfang eben nicht zwingendes, sondern lediglich dispositives Recht ist. So viel meine Vorbemerkungen zum 1409. Also das gehört ab jetzt für Sie in dieselbe Schublade. 38 UGB und 1409 ABGB sind immer gemeinsam zu prüfen. Verzeihen Sie, ich muss mal einen Schluck trinken. Also, dementsprechend, weil wir alle Anspruchsgrundlagen separat voneinander prüfen, gibt es jetzt einen weiteren Anspruch H gegen K auf Kaufpreiszahlung von 5.000 Euro, nämlich aus 1062 ABGB, aber jetzt eben nicht in Verbindung mit 38 Absatz 1 Satz 1 UGB, sondern in Verbindung mit 1409 ABGB. Und das, meine Damen und Herren, ist ein selbstständiger Anspruch. Sie können jetzt nicht sagen, ja, aber der H hat doch schon einen Anspruch aus 3811 UBB, denn das interessiert uns nicht. Wir schreiben ein Gutachten. Und in einem Gutachten müssen wir alle in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen prüfen. Hintergrund ist, was, wenn an irgendeiner Stelle oben jemand anderer Meinung ist und Ihnen zum Beispiel nicht folgt, zum Beispiel den 38 UGB gar nicht für anwendbar hält, weil Sie mal wieder übersehen haben, dass es sich um einen Forstbetrieb handelt, ja? Dann möchten Sie immer noch geprüft haben, ob hilfsweise, falls dieser Anspruch an irgendetwas scheitert, nicht ein anderer Anspruch, also eine andere Anspruchsgrundlage, dem H zum Ziel verhilft, nämlich einen Anspruch in Höhe von 5.000 Euro gegen K zu haben. Deshalb, und das habe ich jetzt in den Fünfs ständig gesehen, Sie prüfen alle in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen und Sie prüfen sie ordentlich. Jeder Anspruch folgt seinen eigenen Regeln, hat sein eigenes Recht. Und am Ende stellen Sie fest, H hat einen Anspruch so und so gegen K, hat einen Anspruch so und so, aus so und so, aus so und so, aus so und so. Und das war's. Sie müssen dann nicht weitergehende Erwägungen anstellen, wie verhalten sich die Ansprüche hier zueinander und so weiter und so fort. Und Sie müssen schon gar nicht so Dinge schreiben wie, nachdem H ja einen Anspruch gegen K aus 1062 ABGB in Verbindung mit 38 UGB hat, ist es Ihnen jetzt bestimmt egal, ob er noch weitere Ansprüche hat. Bitte sowas alles nicht. Sie prüfen einfach nur Ansprüche. Also
Nächste Anspruchsklage, die wir prüfen, H gegen K auf Kaufpreiszahlung von 5.000 Euro nach 1062 ABGB in Verbindung mit 1409 ABGB. Und fangen wir wieder vorne an. Wir verweisen nach oben. Es besteht also ein wirksamer Kaufvertrag, also auch die entsprechende Kaufpreiszahlungsverpflichtung. Der 38, was auch immer man da sagt, steht der Anwendbarkeit des 1409 nicht entgegen. Deswegen zitieren wir ausdrücklich den 38 Absatz 6 UGB. Gäbe es eine Vereinbarung zwischen Veräußerer und Erwerber, also zwischen P und K, dann stünde die zwar, wenn sie entsprechend bekannt gemacht ist, nach 38.4 UGB der Haftung entgegen, nicht jedoch nach 14.09 ABGB, ja, gemäß dessen Absatz 3. Ansonsten sind eigentlich alle Tatbestandsvoraussetzungen ähnlich. Es gibt allerdings zwei wesentliche Qualifikationen und die ergeben sich ganz unschwer aus dem Wortlaut. Übernimmt jemand ein Vermögen oder ein Unternehmen, so ist der Unbeschadete aus den zum Vermögen oder Unternehmen gehörenden Schulden, das ist mehr oder weniger entsprechend dem, was wir bei 38 UGB unproblematisch bejahen konnten, die er bei der Übergabe kannte oder kennen musste. Jetzt ist es so, dass der Sachverhalt zum Kennen nicht wirklich etwas sagt. Wer ist hier beweisbelastet? Da machen wir jetzt eine Abstimmung. Wer muss beweisen, dass der K die Verbindlichkeit der Kaufpreiszahlungspflicht kennen musste? Muss das beweisen? Erstens der H, zweitens der K oder drittens der P? Herr Eichmeier. Bin schon dabei. Die Abstimmung läuft schon. Ich sehe die leider noch gar nicht. Warten Sie kurz, ich schicke Ihnen auch noch den Link. Ich stelle Ihnen den Link jetzt einfach mal hier in die Zoom-Gruppe noch zusätzlich rein. Da können Sie auch abstimmen, wenn Sie wollen. Ich bin ganz... wer muss beweisen? Genau. Ist komisch, jetzt wo ich das anklicken soll, fange ich selbst an zu überlegen. Also. Gut, also an alle hier vielleicht nochmal. Ich habe teilgenommen und ein Herzchen bekommen. Und wie kriege ich jetzt die Ergebnisse? Ich schicke Ihnen die Ergebnisse dann zusätzlich, sonst kann ich sie dann am Ende auch einfach hineinschicken in die Gruppe. Wir haben im Moment 17 Teilnehmer, also warten wir vielleicht noch ganz kurz. Also wer ist nochmal für alle, die später zugeschaltet haben oder gerade irgendwas anderes gemacht haben, wer ist im 14.09 Absatz 1 Satz 1 im vorliegenden Fall beweisverpflichtet dafür, dass K beim Erwerb des Unternehmens die Kaufpreisschuld kannte? Trägt die Beweislast der H, der P oder der K? So, also unter folgendem Link finden Sie dann die Ergebnisse. Die sollten regelmäßig geupdatet werden. Wir haben jetzt 21 Personen in der Abstimmung drinnen und bis jetzt haben wir auch 21 Abstimmungsergebnisse. Also wenn jetzt noch wer abstimmen will, würde ich sagen, 5 Sekunden oder so geben wir Ihnen noch Zeit und danach ist die Abstimmung geschlossen. Ja.
Ja, also wir können jetzt schließen. Ich werde jetzt mal sozusagen langsam die beiden falschen Antworten abräumen. Also, die aus systematischen Gründen falsche Antwort ist P. Warum ist P falsch? Denn Sie müssen sich nochmal, es hilft, wenn Sie sich ein Blatt Papier machen und sich das mal aufmalen. So eine Lösungsskizze brauchen Sie bei solchen Fällen, wo so viele Beteiligte sind. Und dann fällt Ihnen schnell auf, dass das Verfahren, über das wir sprechen, ist ja die Leistungsklage von H gegen K. In der Leistungsklage H gegen K muss entweder H oder K beweisbelastet sein. P ist gar nicht Teil des Prozesses. Und deswegen ist P sozusagen einfach nur ein blöder Witz von mir gewesen. Ich hätte auch sagen können, Herr Tomale, ja, der hat mit dem Verfahren auch nichts zu tun. Ja? Okay, also P ist aus sozusagen prozessstrukturellen Gründen falsch. Ja? Und die eigentliche Frage, die sich stellte, war also in dem Verhältnis H als Gläubiger und Kläger gegen K als Beklagter und gegebenenfalls Schuldner, das wollen wir gerade rausbekommen, wer muss jetzt beweisen? Muss K beweisen, dass er es nicht gewusst hat oder muss H beweisen, dass K das gewusst hat? Und die 14 Leute, die auf H getippt haben, haben richtig getippt. Denn das ist das Prinzip, was ich Ihnen, ich bin sehr froh, dass so viele das richtig gesehen haben, das ist das Prinzip der Rosenbergschen Formel, das ich Ihnen in früheren Sitzungen schon versucht habe beizubringen. Das heißt, grundsätzlich muss derjenige ein Tatbestandsmerkmal darlegen und beweisen, für den dieses Merkmal günstig ist. Für wen ist nach 1409 günstig, dass K wusste? Naja, für H, weil dann, wenn K wusste, die Haftung des K gegeben ist, H also einen Vorteil erhält. Deshalb ist grundsätzlich H hier beweisbelastet. Sie können das im Umkehrschluss sich noch deutlicher vergegenwärtigen, wenn Sie den Absatz 2 mal dazu lesen. Im Absatz 2 wird die Beweislast nämlich umgedreht für den Fall, dass K Angehöriger des H ist. Wenn K Angehöriger des H ist, dann sagt der Gesetzgeber, also dann nehme ich mal also vermute ich einfach mal, dass du das wusstest. Das eröffnet nebenbei eine ganze Fülle von Delege Ferenda, von Kritiklinien, dass man das nämlich eigentlich diesen ganzen Komplex wahrscheinlich besser über Insolvenz und überhaupt gläubige Anfechtung lösen würde. Das nur für die Interessierten unter Ihnen, Klammer zu, ist für die Falllösung nicht relevant. Aber sei es wie es sei, was Sie im Absatz 2 sehen, ist, hier wird die Beweislast also für Angehörige umgedreht. Wäre K also Angehöriger des H, wäre K beweisverpflichtet oder beweisbelastet. Ja? Okay. Vorliegend ist also H beweisbelastet. Im Sachverhalt steht nichts darüber, ob K das gewusst hat. Deswegen müssen wir im Zweifel annehmen, dass H als beweisbelasteter Gläubiger diesen Beweis nicht hat führen können. Also müssen wir davon ausgehen, dass K das nicht gewusst hat. Es reicht aber auch, wenn er die Verbindlichkeit kennen musste. Das heißt, aufgrund von Fahrlässigkeit nicht kannte. Und das stellt die Frage, welche Aufklärungspflichten nach allgemeiner Verkehrsanschauung hat denn eigentlich ein Übernehmer, wenn er ein Unternehmen übernimmt, was sozusagen die Aufklärung etwaiger bestehender Verpflichtungen angeht. Und da hätte also K das tun müssen, was Sie bestimmt alle schon sozusagen, sind ja sozusagen diese Anglizismen, die man schon im 0. Semester beherrscht, da hätte K seine Due Diligence machen müssen. K hätte also eigentlich sich das Unternehmen anschauen müssen, zumindest mal nachfragen, wahrscheinlich reicht noch nicht einmal nur nachfragen, sondern hätte ernsthafte, gewissenhafte Nachforschungen anstellen müssen, welche Verbindlichkeiten gehen mit diesem Unternehmen eigentlich einher. Und dann wäre K das schon aufgefallen. Ja, K hat das aber nicht unternommen, deswegen musste er die Verbindlichkeit kennen, deswegen haftet er nach 1409 Absatz 1 Satz 1 grundsätzlich für diese Verbindlichkeit, für diese Kaufpreisverbindlichkeit.
Und dann kommt allerdings der Satz 2. Er wird, also er vorliegend unser K, wird aber von der Haftung insoweit frei, als er an solchen Schulden schon so viel berichtigt hat, wie der Wert des übernommenen Vermögensunternehmens beträgt. Ja, wenn er also an solchen Schulden schon so viel berichtigt hat, wie der Wert des übernommenen Vermögens oder Unternehmens beträgt. Das ist eine sogenannte Pro Viribus Haftung. Das heißt, die Haftung des K ist auf die übernommenen Aktiva beschränkt. Die Aktiva, nachdem man Kaufpreis in Höhe von 75.000 Euro bezahlt hat, sind wohl deutlich höher als die Forderung von 5.000 Euro. Deswegen greift hier die Beschränkung des 1409 Absatz 1 Satz 2 nicht ein. Er wird also, ja, wie Sie sehen, nur insoweit frei, als er an solchen Schulden schon so viel berichtigt hat, wie der Wert des übernommenen Vermögens oder Unternehmens beträgt. Das hat hier gerade nicht stattgefunden. Er hat noch keine Schulden berichtigt in Höhe des Unternehmenswerts, den wir einfach mal wieder lediglich auf 75.000 Euro ansetzen dürfen. Ja? Schön. Auch hier wieder gilt natürlich, da müssen wir festhalten, dass die weitere Übertragung des Unternehmens von K an die KG nicht etwa die Forthaftung des K hindert, wieder eben nach 38 Absatz 1 Satz 3,39 UGB. Das gilt hier analog wie beim Anspruch aus UGB, den wir soeben geprüft haben. Also können wir auch diesen Anspruch bejahen. Anspruch, also H hat also gegen K auch einen Kaufpreisanspruch gemäß 1409 Absatz 1 ABGB. Soweit so klar. Und jetzt müssen wir weitere Ansprüche prüfen. Es ist ja gefragt, Ansprüche gegen die Beteiligten. Und Sie werden sich wundern, was es da noch alles für lustige Ansprüche gibt. Denn hier fährt ja noch ein anderes Subjekt durch die Gegend. Das ist diese KLKG. Prüfen wir also mal, ob möglicherweise auch die KLKG als Übernehmerin des Unternehmens haftbar zu machen sein könnte. Also gemäß 38 Absatz 1 Satz 1 UGB. Anspruch auf Kaufpreiszahlung H gegen die KLAG in Höhe von 5.000 Euro gemäß 1062 ABGB in Verbindung mit 38 Absatz 1 Satz 1 UGB. Ja, ich könnte Ihnen jetzt eine allgemeine Einführung in die Personengesellschaft geben. Ich glaube nicht, dass das verlangt ist. Sie sollten mal Grundsatz wissen, dass es diese Personengesellschaften gibt. Diese Personengesellschaften sind rechtsfähige Subjekte und sie werden rechtsfähig durch Eintragung ins Firmenbuch. Und Sie haben da im Wesentlichen zwei Varianten dieser Personengesellschaften. Es gibt die Personengesellschaften mit ausschließlich persönlich haftenden Gesellschaftern. Das ist die offene Gesellschaft, die OG. Und dann gibt es auch Personengesellschaft, in denen es zwar mindestens einen solchen Gesellschafter gibt, der persönlich voll haftet, aber in dem weitere Gesellschafter dazutreten, die lediglich mit einer bestimmten im Firmenbuch eingetragenen Haftsumme für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft einzustehen haben und auch das nur, insoweit sie ihre Einlage bis zur Haftsumme nicht geleistet haben. Das sind die sogenannten Kommanditisten. Und dann gibt es streng genommen noch eine dritte Gruppe und das sind die stillen Gesellschafter, die treten im Firmenbuch gar nicht in Erscheinung, sondern die sind einfach nur am Vermögen des Unternehmens mit beteiligt. Die stehen im Wesentlichen eigentlich in einer schuldrechtlichen Beziehung zur Gesellschaft. Also das an anderer Stelle vertiefter. Aber was wir für die Falllösung brauchen, die KG ist ein selbstständiges Rechtssubjekt. So. Und deswegen kann diese KG natürlich auch
Schuldnerin werden. Insbesondere, und das prüfen wir gerade, indem sie ein Unternehmen übernimmt. Und das hat der österreichische Gesetzgeber seit 2006 tatsächlich angenommen, dass also der Beitritt zu einem Einzelunternehmen durch weitere Gesellschafter, das ist das, was Sie im Sachverhalt sehen, dass das interpretiert wird als Einbringung des Unternehmens in die neu gegründete oder damit neu gegründete Gesellschaft. Es wird also, das Beitreten zum Einzelunternehmen des K wird behandelt, wie als ob es die KG schon gab und K einfach sein Einzelunternehmen in die bereits bestehende KG eingebracht hätte. Das hat der Gesetzgeber gleichgesetzt und deswegen sind ganz normal die Rechtsfolgen des 38 anzuwenden. Und hier gibt es keinen Zweifel, dass die KG das Unternehmen fortführt. Ja, das bedeutet also, die KG haftet gemäß Paragraph also 1062 ABGB in Verbindung mit 38 Absatz 1 Satz 1 UGB als übernehmende, ja, als fortführende des Unternehmens. Also hat H auch noch einen Anspruch entsprechend gegen die KG. Er hat diesen Anspruch aber wieder, ich hoffe, Sie haben dran gedacht, nicht nur nach 1062 in Verbindung mit 38 Einsatz 1 UGB, sondern er hat wieder auch parallel laufend einen entsprechenden Anspruch, möglicherweise aus 1409 ABGB. Auch das ist wieder parallel zu prüfen. Und siehe oben, es bestehen hier keine Hindernisse. Also kommt, tritt hinzu auch noch Anspruch H gegen die KKG in Höhe von 5000 Euro nach 1062 ABGB in Verbindung mit 1409 ABGB. Nachdem wir also die Schuld der KG selbst begründet haben, stellt sich die Folgefrage, ob nicht die Gesellschafter der KG möglicherweise für diese Verbindlichkeit einzustehen haben. Und das ist relativ, wie soll ich sagen, banal. Die KG hat einen Komplementär, ja, der haftet nach 128 UGB für alle Verbindlichkeiten der KG, vorliegend also für die Verbindlichkeit der KG aus 1062 in Verbindung mit 3811 UGB oder wahlweise die für die Verbindlichkeit der für die entsprechende Verbindlichkeit der KG aus 1062 ABGB in Verbindung mit 1409 ABGB. Dafür muss also der persönlich haftende Gesellschafter nach 128 UGB voll einstehen. Als Komplementär, das ist vorliegend die S, hat also gegen 128 UGB. 161 Absatz 2, was ist dessen Rolle? Die OG, das hatte ich Ihnen, glaube ich, in der ersten Sitzung schon erklärt, die OG ist die allgemeine Gesellschaftsform. Ach nee, ich habe das letzte Sitzung nur für die Kapitalgesellschaften erklärt. Kurzer Exkurs. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass die GmbH so etwas ist wie der kleine Aktienverein. Dann gibt es die Aktiengesellschaft, das ist, wenn Sie wollen, der große Aktienverein. Und dann gibt es den Verein als solchen. Ja? Und die stehen in so einer Art Pyramidenverhältnis. Das heißt, wenn Sie im GmbH-Gesetz eine Frage nicht beantworten können, gucken Sie ins Aktiengesetz. Wenn Sie dort eine Frage nicht beantworten können, gucken Sie typischerweise im Vereinsgesetz oder manchmal sogar noch allgemeiner in den Regeln zur Gesellschaft überhaupt. Okay, es gibt jetzt bei den Personengesellschaften eine ähnliche Dreierpyramidenstruktur. Und zwar ist die allgemeinste Personengesellschaft die GesBR. Die ist nicht rechtsfähig, aber schuldrechtlich entspricht sie weitestgehend dem, was wir aus der OG und so weiter kennen. Das heißt, die GesBR ist Grundlage von allen Personengesellschaften.
Darauf aufgesetzt ist die UG zunächst. Und wenn Sie mal systematisch sich das vor Augen führen, dann finden Sie in den 105 folgende, dass die UG eigentlich nur bestimmte Sonderregeln Sonderregeln enthält, die sozusagen von der GESBR abweichen. Allerdings, wenn das UGB zur UG irgendwo etwas offen lässt, können Sie diese Lücke wieder füllen durch GESBR-Vorschriften. Und jetzt, das ist also die Ebene 2. Ebene 1 GESBR, Ebene 2 UG. Und jetzt setzt die KG darauf nochmal einen drauf. Und das sehen Sie in den Vorschriften der KG, die ja beginnen in den Paragraphen 161 folgende. Und hier sagt der 161 Absatz 2 freundlicherweise etwas, was uns eigentlich ohnehin klar ist. Aber er spricht es nochmal deutlich aus. Soweit dieser Abschnitt, also der Abschnitt zur KG, nichts anderes bindet, finden auf die KG die für die OG geltenden Vorschriften Anwendung. Also genau diese Pyramidenstruktur. Ja? Und was die Haftung des Komplementärs angeht, da musste nun mal der Abschnitt zur KG nicht groß etwas sagen, denn der Komplementär haftet ganz einfach wie der ganz normale OG-Gesellschafter auch. So einfach ist das. Und deswegen ergibt sich also die Haftung der S hier aus den genannten Vorschriften in Verbindung mit 161.2 und 128 UGB. Jetzt hat aber die KG natürlich nicht nur komplementär, sondern sie hat möglicherweise auch noch einen Kommanditisten, der hier haften könnte. Das wäre in dem Fall die O. Ja? Die O ist ja als Kommanditistin beteiligt, jedenfalls muss man das so interpretieren, wenn sie sagt, dass sie sich nur beschränkt auf 4.000 Euro beteiligen will und das auch, das ist entscheidend, ins Firmenbuch eingetragen wird. Wäre das nicht ins Firmenbuch eingetragen, würde man die O wohl eher als stille Gesellschafterin behandeln. So aber ist sie wohl als Kommanditistin zu werten. Und dementsprechend könnte sich der Anspruch gegen die O wieder aus den Normen, die den Anspruch gegen die KG begründet haben, ich will mir jetzt nicht ständig den Mund fusselig reden, ja, in Verbindung mit der Haftung des Kommanditisten. Und die ist in 171 geregelt. Insoweit können Sie also nicht auf die allgemeinen Regeln zur OG zurückgreifen. Ist ja ganz logisch, weil die OG gar keine Kommanditisten kennt. Deswegen heißt es ja auch OG. Entschuldigung. Nun, sei es wie es sei, nach 171 UGB ergibt sich die Haftung des Kommanditisten wie folgt. Der Kommanditist haftet dem Gläubiger der Gesellschaft bis zur Höhe der im Firmenbuch eingetragenen Haftsumme unmittelbar. Soweit damit verstanden ist, also eine Außenhaftung. Und dann kommt aber 171 Absatz 1, Satz 1, Halbsatz 2. Die Haftung ist ausgeschlossen, soweit die Einlage geleistet ist. Das ist hier nicht ganz deutlich, ob die Einlage wirklich geleistet ist. Wir haben das im Sachverhalt bewusst offen gelassen. Davon würde so ein bisschen abhängen, ob eine Haftung der O besteht oder nicht. Wir stimmen wieder ab. Wer hat denn zu beweisen, dass die Einlage geleistet ist? Und zwar hat das A die H zu beweisen, B die KG oder C die O. Also, wer ist beweisbelastet hinsichtlich der Frage, ob die Einlage geleistet ist? Ist die Frage läuft. Ist es H, ist es die KG oder ist es die O? So.
Bis jetzt 9 Abstimmungen. Wir haben jetzt bis jetzt 24 Abstimmungen, lassen wir jetzt vielleicht 5 Sekunden laufen, dann. Ja, vielleicht lesen Sie mir das Abstimmungsergebnis einfach vor, Herr Eichmeier. Also wir haben jetzt bei H 5 Abstimmer. Aha. Für die KG haben 9 Personen gestimmt und für O haben 11 Personen gestimmt. Ja, das ist also doch noch immer nicht ganz klar. Ich fange wieder an mit denen, die für das offensichtlich Falsche gestimmt haben. Das war leider, glaube ich, sogar die Mehrheit, nämlich die KG. Meine Damen und Herren, die KG ist hier gar nicht Prozessbeteiligte. Es ist doch die H, die gegen die O klagt. Die H sagt der O, oh, ich möchte Geld von dir. Aus den dargetanen Gründen. Und jetzt haben wir also H versus O. Die KG als Rechtssubjekt ist gar nicht Partei dieses Prozesses. Das muss also falsch sein. Okay? Sehen Sie das? Das ist so ähnlich wie der P bei unserer letzten Abstimmung. Der P ist nicht Prozesspartei und entsprechend kann der auch nicht beweisbelastet sein. Ich hätte auch Herrn Pock reinschreiben können, statt der KG. Es kann immer nur die Prozesspartei beweisbelastet sein. Das heißt, das eigentliche Schlachtfeld ist die Frage als Schuldnerin und Beklagte beweisen. Und das lösen wir nach der Rosenbergschen Formel. Für wen ist die Tatsache, dass die Einlage geleistet wurde, günstig? Für die O. Denn so wird O von der grundsätzlich nach 171 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 bestehenden Haftung frei. Also muss O darlegen und beweisen, dass sie die Einlage geleistet hat. Wenn also im Sachverhalt nichts steht dazu, ob O die Einlage geleistet hat, und das sage ich jetzt auch an, sozusagen in Richtung meiner Lehrstuhlmitarbeiter für unsere interne Falllösung. Wenn also im Sachverhalt nichts steht, ob eine Einlage geleistet ist, dann müssen Sie davon ausgehen, dass die Einlage nicht geleistet ist. Ja? Also wenn das ernsthaft zweifelhaft ist, dann im Zweifel nicht. Ja? Denn darlegungsbelastet ist, wie gesagt, die Schuldnerpartei. Wenn die beweisfällig bleibt, dass die Einlage geleistet ist, bleibt es bei der ganz normalen Außenhaftung nach 171 Absatz 1 Satz 1. Halbsatz 1. Dass darüber hinaus auch ein Auskunftsanspruch nach 171 Absatz 1 Satz 2 besteht, das tut der Sache keinen Abbruch und dass man dann auch per Stufenklage vorgehen kann und so weiter. Aber die grundsätzliche Beweislast liegt hier bei der O. Sie hat sich zu entlasten. Ja? Wenn Sie also ernsthaft für zweifelhaft halten, ob hier die Einlage auch wirklich geleistet ist, dann geht die Haftung durch. Und zwar nach 171 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1. Ja? Also das ist ganz wichtig, dass man da genau ist. Ja? Ja, und das können Sie halten, wie Sie wollen. Also entweder sagen Sie, die Einlage wurde geleistet aus Ihrer Sicht, das ist Ihr Recht, sozusagen den Sachverhalt so auszulegen, dann ist entsprechend die Haftung nach Halbsatz 2 ausgeschlossen. Oder Sie lassen das offen, dann lösen Sie das über die allgemeinen Regeln zur Beweislast, gehen also davon aus, dass O beweisfällig geblieben ist, gehen also davon aus, dass die Haftung nach Halbsatz 1 fortbesteht. Okay, bleibt uns also nur noch zu bearbeiten, was passiert hier eigentlich in der Variante. Und diese Variante ist nun wirklich besonders schön, weil sie ein Wertungsproblem im 14.9 ABG und weil sie auch noch mit ein paar methodischen Betrachtungen für heute zu schließen. Und zwar
schauen sich an, was ist in der Variante passiert. Ich muss mir selbst mal aufrufen, damit ich mich an den Sachverhalt nochmal erinnere. Die Variante läuft wie folgt. Und zwar, Sie sollen zugrunde legen, dass P mit dem gesamten Verkaufserlös, den P erzielt hat, alte Schulden des Party-Services getilgt hat. Und ansonsten im Wesentlichen analog. Ja? Also nehmen Sie also an, dass, das ist jetzt das Entscheidende, dass P den Verkaufserlös dazu eingesetzt hat, alte Schulden des Party-Service zu begleichen. Das hat für die Frage der Haftung aus der Haftung des übernehmenden K aus 38 Absatz 1 Satz 1 UGB keine Bewandtnis. Denn der interessiert sich nicht dafür, was P mit dem Geld, das er erhalten hat, so angestellt hat. Ja? Da steht nichts davon. Spannender ist aber, was passiert eigentlich mit dem Anspruch H gegen K aus 1062 ABGB in Verbindung mit 1409 ABGB. Und dazu müssen wir jetzt mal nochmal in den 1409 hineinschauen. Der 1409 sagt, übernimmt jemand ein Vermögen oder ein Unternehmen, ist der Fall. So ist der unbeschadet der Fortdauerhaftung des Veräußerers, okay, den Gläubigern aus dem zum Vermögen oder Unternehmen gehörenden Schulden, die er kennen musste, unmittelbar verpflichtet und dann wird das Ganze begrenzt auf den Wert des Unternehmens. Augenscheinlich interessiert sich auch 1409 nicht dafür, was der Veräußerer mit dem Verkaufserlös oder mit sonstigem Geld gemacht hat. Hat jemand eine Idee, warum uns aber trotzdem die Tatsache, dass P den Verkaufserlös zur Begleichung von Unternehmensgläubigern verwendet hat, warum könnte uns das doch interessieren? Jetzt schaue ich mal in den Chat. Wem fällt was dazu ein? Ist das ein relevantes Problem? Florian Martner sagt, wird auf die Haftung des Erwerbers angerechnet. Ja, wir müssen uns da etwas langsamer annähern. Also warum, wir müssen jetzt zurück zum eigentlichen Regelungszweck des 1409. Warum ordnet 1409 das an, was er anordnet? Nun, die herrschende Lesart des 1409 ist, dass es um die Erhaltung eines Haftungsfonds geht. Die Grundidee des 1409, so die herrschende Lehre, scheint also zu sein, dass wir uns in die Lage versetzen eines Gläubigers des Veräußerers. In unserem Fall eines Gläubigers des P. Dieser Gläubiger des P, der soll jetzt nicht dadurch, verzeihen Sie mir sozusagen meine deutschen Umgangssprachgebräuche, der soll nicht dadurch gekniffen werden, also er soll nicht betroffen werden oder in seinen Interessen betroffen werden, dadurch, dass der P einen ganz wesentlichen Teil seines Vermögens an einen anderen überträgt, wodurch dem Gläubiger des P nur noch eine geringere Haftungsmasse zur Verfügung steht, nämlich das, was eben im Vermögen des P noch so verbleibt. Das ist die Idee des Schutzes eines Haftungsfonds. Bleiben wir mal bei dieser Idee. Wäre das Sinn und Zweck der Norm? Und Sie werden es bemerkt haben, wir befinden uns jetzt mitten in der teleologischen Auslegung. Ist Sinn und Zweck der Norm die Erhaltung eines Haftungsfonds?
was könnte man dann sagen? Wenn es also den Schutz der Gläubiger des P, um den Schutz der Gläubiger des P geht, dass die weiterhin einen Haftungsfonds haben, dann lässt sich doch Folgendes ausführen. Dann lässt sich doch sagen, nun ja, der P hat zwar das Unternehmen verloren, er hat aber statt des Unternehmens Geld bekommen. So gesehen findet also lediglich Aktivtausch bei P. Ja? Also wenn wir die Aktiva des P anschauen, da war davor ein Unternehmen und wenig Geld drin. Und jetzt, na gut, das Eigenkapital steht sowieso bei Passiva, aber Sie verstehen, was ich meine. Ja? Also P hat einfach nur den Vermögenswert ausgetauscht. Er hat statt des Unternehmens jetzt Geld bekommen. Und das hat doch, ja genau Herr Lukan, das hat doch den effektiven Haftungsfonds in Wahrheit gar nicht verringert. Klammer auf, es hat den Haftungsfonds vermutlich sogar verbessert. Denn es ist natürlich viel einfacher, in Geldforderungen hinein zu vollstrecken, als in irgendwelche Unternehmenswerte. Aber nochmal zurück, es geht hier um den Fall, dass P also das ein monetäres Äquivalent zum Unternehmen eingesetzt hat, um Gläubiger zu befriedigen. Und dann kann man sich auf den Standpunkt stellen, dann stehen die Gläubiger doch sowieso nicht schlechter, als sie stünden, wenn P das Unternehmen noch hätte. Vorher hätten sie vollstrecken können in das Unternehmen. Jetzt ist P hergegangen und hat mit dem monetären Äquivalent des Unternehmens sogar Gläubiger befriedigt. Ist doch alles Paletti. Ja? Jetzt kommt Frau Marco. Aber könnte man nicht einwenden, dass der Haftungsfonds in Form eines Unternehmens für Gläubiger sicherer ist als sein Kaufpreis, weil der Kaufpreis sich schnell verflüchtigt? Frau Marco, wir kommen gleich drauf. Die Variante, die wir jetzt uns anschauen, ist ja die Variante, in der sich das Geld nicht verflüchtigt hat, sondern bereits eingesetzt worden ist für die konkrete Befriedigung der Gläubiger. Das ist eine Variante, in der die herrschende Meinung über teleologische Auslegung eine teleologische restriktive Auslegung des 1409 ABGB vertritt. Sie sagt nämlich, wenn also der Sinn des 1409, der Telos, der Sinn und Zweck der Norm, darin steht, den Haftungsfonds zu erhalten, und wenn der Vorgang der Unternehmensveräußerung eigentlich nur dazu geführt hat, dass P die Gläubiger mit genau dem Geld befriedigt hat, was dem Wert des Unternehmens entspricht. Das sind zwei Big Ifs nebenbei. Aber wenn das so ist, dann spricht doch alles dafür zu sagen, naja, jetzt sollen die Gläubiger nicht einen zusätzlichen Sondervorteil dadurch genießen, dass sie jetzt auch noch darüber hinaus das Vermögen des K. Und deswegen ist anerkannt, dass hier aus dem Sinn und Zweck, aus dem Haftungsfonds, aus der Haftungsfonds-Idee, eine restriktive Auslegung des 1409 ABGB folgt. Und diese Idee des Haftungsfonds ist auch noch mächtiger. Ich greife das auf, was Frau Marco eingewandt hat. Diese Idee des Haftungsfonds ist so mächtig, dass es sogar Stimmen gibt, die sagen, wenn jemand wirklich den Unternehmenswert realistisch bezahlt hat, wenn also sozusagen das Unternehmen, das der Veräußerer verliert, vollständig ersetzt wird durch die Gegenleistung, mit anderen Worten, wenn also die Gegenleistung wirklich gesichert, adäquat, gleichwertig zu dem Unternehmen ist, auch dann, selbst wenn P das Geld dann nicht verwendet hat, um die Gläubiger zu befriedigen, auch dann bereits sollte man, das ist aber umstritten alles, sollte man eine Einschränkung des 1409 vornehmen. Weil, wie gesagt, durch diesen Vorgang, auch für den Fall, dass P das Geld nicht sofort zu den Gläubigern trägt, in Wahrheit der Haftungsfonds der Gläubiger nicht geschmälert wird. Und jetzt, meine Damen und Herren, befinden wir uns auf sehr dünnem Eis. Denn es ist natürlich sehr schwer vorherzusehen, was genau diese Vielzahl von Gläubigern in ihren Interessen betrifft. Frau Marco hat bereits eingewandt,
Geld ist flüchtig. Das ist ganz schnell weg. Nehmen Sie zum Beispiel an, am Tag darauf wird P Opfer eines Phishing-Angriffs. Phishing mit PH. Das heißt, da haben sich Leute in sein Konto reingehackt und haben sich das Geld irgendwo auf die Caymans überwiesen, in vielen kleinen Tranchen unter 5.000 Euro, damit Interpol das nicht behandelt, und das Geld ist weg. Ja? Jetzt müsste man natürlich, wenn man die Einschränkung, die zweite Einschränkung, die wir diskutieren, wenn man also tatsächlich hergeht und sagt, das Austauschen von Unternehmen gegen Geld ist gleichwertig, schmälert den Haftungsfonds nicht und muss deswegen auch die Anwendbarkeit des 1409 hindern. Jetzt müsste man natürlich in so einer Situation sich zu der Frage verhalten, wie kann das sein, dass jetzt die Gläubiger das Phishing-Risiko offenbar tragen sollten. Ja? Und deswegen sind die Frage, bei welchen Austauschszenarien man hier wirklich den Regelungszweck des 1409 für gegeben erachten kann, sind hoch umstritten. Da geht es ein bisschen in kleinste Details. Also was zum Beispiel, wenn jemand ein Grundstück, also nehmen Sie an, dass der wesentliche Vermögenswert dieses Unternehmens besteht in einem Grundstück, in einer Liegenschaft. Und jetzt bekommt jemand ein gleichwertiges Grundstück, allerdings in einer anderen Jurisdiktion. Ja, klagen können Sie wegen des Lex Reesite-Grundsatzes in vielerlei Hinsicht dann nur in dieser anderen Jurisdiktion. Ist jetzt die Tatsache, dass zum Beispiel die Gläubiger vollstrecken müssen in einer anderen Jurisdiktion, ist das auch bereits ein Grund zu sagen, nein, hier ist es nicht gleichwertig. Und dann die Grundkritik von Welser, ist nicht bereits die Tatsache, dass hier überhaupt irgendwelche Gleichwertigkeitsbetrachtungen angestellt werden müssen, ist das nicht per se bereits den Gläubigern nicht zuzumuten? Also ist den Gläubigern nicht nur die fehlende Äquivalenz nicht zuzumuten, sondern darüber hinaus auch die Rechtsunsicherheit über die Äquivalenz. Da sind Sie jetzt genau bei den Dingen, die in der Praxis hoch umstritten sind und die uns da beschäftigen. Der Meinungsstand ist unklar. So oder so müssten Sie versuchen, sich dazu argumentativ zu verhalten. Mich interessiert überhaupt nicht, ob Sie sich an irgendeine Randnummer im Gretschi erinnern, sondern mich interessiert, wie Sie sich selbst juristisch argumentativ dazu verhalten. Und wenn wir das mal versuchen wollen, will ich Ihnen gerne darstellen, wie ich die Sache sehe. Ich schaue mal gerade noch in den Chat. Könnt ihr sehr gerne in die für eine theologische Situation anführen? Warum nur bei 1409? Ach, Herr Langeder, Sie haben ja so recht. Also, kurz, wie ist meine Haltung zu diesem Problem? Das Erste ist das, was Herr Langeder sagt. Ich sehe tatsächlich ein großes Problem in dieser Parallelstruktur von 38 UGB und 1409 ABGB. Es spricht aus meiner Sicht in Wahrheit alles dafür, in 1409 ABGB einfach ganz abzuschaffen. Denn 1409 ABGB leidet unter erheblichen Widersprüchen. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass die bis jedenfalls bedeutende Stimmen in der Literatur dazu neigen, schon dann, wenn die Gegenleistung dem Unternehmenswert in Art und Umfang wesentlich entspricht, zu sagen, jetzt ist der Haftungsfonds nicht geschmälert, jetzt brauche ich das alles gar nicht. Was ist da unser Einwand? Nun ja, wie soll das eine legitime Auslegung dieser Norm sein? Nimmt das der Norm nicht geradezu die verkehrstypischen Anwendungsfälle? Überlegen Sie mal, niemand veräußert Unternehmen, also seltenst veräußert Unternehmen zu Nulltarif. Also es wird immer eine Gegenleistung geben. Und ganz typisch, außer irgendjemand hat jemand anders übers Ohr gehauen oder man macht irgendwelche anderen krummen Geschäfte miteinander und verschleiert den eigentlichen Unternehmenspreis oder was auch immer. Aber wenn da alles ganz normal läuft, dann ist das doch der Standardfall, dass ein Unternehmen gegen eine gleichwertige Gegenleistung übergeht. Wenn ich aber dem 1409 den Standardfall entziehe,
dann sage ich doch eigentlich, dass ich den 1409 insgesamt als Norm nicht ernst nehmen möchte. Und dafür spricht ein weiterer Gedanke. Der weitere Gedanke ist nämlich die Überlegung, ob die Normstruktur des 1409 überhaupt mit der Idee des Haftungsfonds zusammenpasst. Zur Idee des Haftungsfonds passt irgendwie, dass passt die pro viribus Haftung. Ja? Dass jemand sozusagen frei wird, insoweit er wird sozusagen frei, insoweit die Haftung den Wert des erhaltenen Unternehmens übersteigt. Was aber dazu eigentlich nicht passt, ist die Idee, dass die Gläubiger des Veräußerers überhaupt einen neuen Schuldner bekommen sollen. Wir haben nämlich inzwischen, ich habe mir das historisch noch nicht angeschaut, wie da genau die Zeitverläufe sind, wir haben inzwischen ein anderes Modell, um zu verhindern, dass jemand, indem er Vermögenswerte an einen anderen überträgt, dadurch seine Solvenz gegenüber seinen Gläubigern schmälert. Und das nennen wir, das kann ich jetzt nicht im Detail besprechen, das können Sie mal nachschauen, dieses Institut nennen wir Gläubigeranfechtung. Und dieses Institut der Gläubigeranfechtung ist ganz allgemein erforderlich, nicht nur bei der Übertragung von Unternehmen. Ich kann doch meinen Haftungsfonds auch dadurch schmälern, dass ich nicht das eine Unternehmen, was ich habe, übertrage, sondern dass ich das eine Grundstück, was ich habe, übertrage. Oder dass ich die eine Forderung, die ich habe, übertrage. Es ist also überhaupt nicht ersichtlich, warum Gläubige eines Unternehmers besser gestellt werden sollen, nach 1409, vor dem Entzug von Haftungsfonds, als irgendwelche sonstigen Gläubiger. Ja? Und dementsprechend würden wir gar nichts vermissen, wenn es den 1409 gar nicht gäbe. Und ich kann Ihnen so viel sagen, als Input, die Deutschen leben ohne eine solche Norm. Und dann entstehen auch keine Interferenzen zwischen 1409 ABGB und 38 UGB. Denn, Herr Langeder, die Frage ist natürlich berechtigt. Diese ganzen Reduktionen, die wir hier zu 1409 ABGB besprechen, sind die eigentlich auch statthaft bei 38 UGB? Und Sie können sich das vielleicht so vergegenwärtigen. Ich werde Sie da mit einem positivistischen Argument jetzt einfach abbügeln, Herr Langeder. Was ist das positivistische Argument? Und zwar knüpft das, und damit möchte ich gerne für heute schließen, knüpft das an das an, was ich Ihnen anfangs gesagt habe zur historischen Auslegung. Je jünger ein gesetzgeberischer Wille ist, desto verbindlicher ist er, desto schwerer lässt er sich hintergehen durch, durch anderweitige Überlegungen. Und das, was ich Ihnen zur historischen Auslegung gesagt habe, das gilt natürlich entsprechend zur Frage, inwieweit ich mit teleologischen Argumenten einen klaren gesetzgeberischen Wortlaut hintergehen kann. Und das, Herr Langeder, das ist das Problem bei der Frage, ob wir diese einschränkenden Überlegungen jetzt auch beim 38 UGB einwenden können. Denn, ja, die Lex Lata-Grenze, ja, der 38 UGB ist das geschaffene Recht, die Lex Lata. Und diese Lex Lata ist so jung, dass sie für diejenigen, ich greife jetzt vor, das machen wir in der übernächsten Sitzung, aber dass sie nicht von einer planwidrigen Regelungslücke ausgehen können. Sondern sie müssen davon ausgehen, dass der Gesetzgeber, der sich erst gerade wieder als Reformgesetzgeber zum 38 UGB verhalten hat, dass der eine Einschränkung etwa für das Bezahlen von unternehmerischen Verbindlichkeiten oder für den Erhalt eines entsprechenden Kaufpreises, dass der solche Einschränkungen, wenn er sie denn hätte zulassen wollen, sich dazu verhalten hätte, sei es im Normtext selbst, sei es in den Materialien. Dies ist aber nicht der Fall. Und deswegen, Langeder, müssen wir Lata, ja, also vom bestehenden Recht her betrachtet, vom bestehenden Gesetz her betrachtet,
davon ausgehend, dass es bei 38 UGB so bleibt, wie es ist, dass aber der Asbach-Uralte 1409 ABGB, ja, dass der doch eher, er ist jünger, als er scheint, er ist, weil, wenn ich das richtig sehe, nicht in der Urfassung des ABGB enthalten, aber er ist trotzdem viel älter als eben der 38 UGB in der heutigen Fassung. Also ob des Alters von 1409 und auch des speziellen systematischen Kontexts bei der Schuldübernahme, dass deswegen diese teleologischen Restriktionen des 1409, die wir gerade besprochen haben, hier zulässiger sind, eher zulässig sind, als bei dieser frischen Norm 38 UGB. Ja? Das ist also ganz wichtig, und deshalb können Sie davon ausgehen, dass diese teleologischen Einschränkungen, ich drücke mich bewusst so vage aus, dass diese teleologischen Einschränkungen nur bei 1409 überhaupt statthaft sind, nicht beim 38 UGB. Warum habe ich jetzt so laviert mit den teleologischen Einschränkungen? Ich greife bereits voraus, einfach damit Sie das jetzt nicht sich falsch merken. Wir sprechen darüber noch in der übernächsten Sitzung detaillierter, über das Verhältnis von Auslegung und Fortbildung des Rechts. Aber für den Moment müssen Sie sich ganz klar machen, die Auslegung des Gesetzes nach grammatischer, historischer, systematischer und teleologischer Auslegung. Die Auslegung des Gesetzes ist das eine, und die Fortbildung des Gesetzes über das Gesetz hinaus, was wir in engen Grenzen, insbesondere der höchstrichterlichen Rechtsprechung, gestatten. Diese Fortbildung ist das andere. Sie müssen also die Auslegung von der Fortbildung trennen. Und es gibt zwei Arten der Rechtsfortbildung. Wenn Sie eine Norm erweitern über den eigentlichen Anwendungsbereich hinaus, sprechen wir von einer Analogie. Wenn Sie eine Norm reduzieren, wenn Sie also eine Norm nicht anwenden auf einen Fall, der eigentlich klar unter Sie fällt, das ist das, was wir eben im 1409 machen, dann sprechen Sie von einer teleologischen Reduktion. Die teleologische Reduktion ist also ein Fall der Rechtsfortbildung. Ich möchte mich an dieser Stelle in der übernächsten Sitzung nicht dazu verhalten, ob das, was in der Literatur an Einschränkungen besprochen wird, nämlich zum Beispiel die Einschränkung, wenn der Kaufpreis zur Befriedigung der Gläubiger verwendet wird, oder die weitergehende Einschränkung, wenn bereits die Tatsache, dass ein wertadäquater Kaufpreis überhaupt entrichtet wird, bereits wegen des Grundgedankens der fehlenden Haftungsfondsschmälerung einer Anwendung des 1409 entgegenstehen soll. Ob diese Erwägung in der Literatur und auch teilweise in der Rechtsprechung, ob diese Erwägung nun im Wege der teleologisch restriktiven Auslegung, das können Sie nämlich im Auslegungswege ja auch machen, unter dem Gesichtspunkt des Normzwecks sagen, hier sollte die Norm besser nicht angewandt werden. Ob das also ein Fall der Auslegung ist oder ob wir über einen Fall der teleologischen Reduktion, also eine Rechtsfortbildung dergestalt, dass wir eine eigentlich im Auslegungswege anzuwendende Norm auf einen Fall nicht anwenden. Ob das also ein solcher Fall der Rechtsfortbildung ist, das möchte ich an dieser Stelle dahinstehen lassen. Aber nur weil im Chat von teleologischer Reduktion gesprochen wurde, es wäre eine teleologische Reduktion, wenn es sich um einen Akt der Rechtsfortbildung handelte. Bliebe es bei der Auslegung, bei der einschränkenden Auslegung des 1409, würden wir eher von einer teleologisch einschränkenden Auslegung sprechen. Und nun lese ich eine organisatorische Frage. Findet die nächste Einheit wie ursprünglich geplant erst im Mai statt? Wir folgen einfach dem allgemeinen Fahrplan allgemeinen Fahrplan, wie wir sie in der, auf unserer Webseite veröffentlicht haben. Ja? Aber Herr Pock, vielleicht möchten Sie dazu noch mal was sagen. Also im Chat ergibt sich die Frage, wann eigentlich die nächste Einheit geplant ist.
Nun, vielleicht verschieben wir das Organisatorische auf einen späteren Zeitpunkt. Ich möchte jetzt einfach nochmal zusammenfassen, was wir heute gelernt haben. Wir haben uns methodisch angeschaut, wie die historische Auslegungsmethode einzuordnen ist. Sie haben gemerkt, dass die eigentlich für Sie vor allem bei Diplomarbeiten eine Rolle spielt. Ansonsten in der Falllösung, sei es in der Modulprüfung, sei es in der FIM, eigentlich eine untergeordnete Rolle zu spielen hat. Dann haben wir damit auseinandergesetzt, wie Unternehmensübergänge laufen. Wir haben uns vorher Gesamtrechtsnachfolge, Einzelrechtsnachfolge und so weiter klar gemacht. Dann haben wir uns den 38 UGB in Verbindung mit 1409 ABGB und ihr Zusammenspiel angeschaut. Dabei wurde in falllösungstechnischer Hinsicht ein ganz wichtiger Punkt deutlich, nämlich dass der Grundsatz der freien Anspruchskonkurrenz, also der Grundsatz, dass ich alle Gründe für einen Anspruch, alle denkbaren Anspruchsgrundlagen hintereinander prüfen muss und selbst dann, wenn eine Anspruchsgrundlage bereits durchgeht, das überhaupt nicht hindert, die weiteren Anspruchsgrundlagen ebenso zu prüfen. Das ist uns dabei klar geworden. Und dann konnten wir am Ende ein schönes Beispiel für teleologische Auslegung erkennen, teleologische Auslegung, vielleicht sogar eine teleologische Reduktion, wir haben auch darüber gesprochen, nämlich die Frage, ob man die doch etwas möglicherweise weitreichenden Anwendungsfälle von 1409 ABGB, ob man die einfangen kann durch einschränkende Auslegungen unter dem Gesichtspunkt des Telos, des Haftungsfonds-Erhalts. Das haben wir uns angeschaut und bei der Frage der teleologischen Auslegung werden wir in unserer nächsten Einheit wieder einsetzen. Die findet am 5. Mai statt. Und da werden wir einleitend eben über teleologische Auslegung sprechen und uns dann den nächsten Fall zu Gemüte führen. Inzwischen wünsche ich Ihnen also gute Osterferien. In Deutschland wünscht man keine frohe Ostern vor dem Ostersonntag. Deswegen wünsche ich Ihnen noch keine frohe Ostern. Allerdings wünsche ich Ihnen, dass Sie gesund bleiben und hoffe, dass Sie auch das nächste Mal wieder unserer Übung folgen. Ich bin ganz froh und glücklich, wie Sie sich auch dann im Chat und so weiter beteiligen. Halten Sie das bitte aufrecht und nutzen Sie jetzt auch die freie Zeit, auch in den Ferien, um Ihre gewonnenen Erkenntnisse etwas zu vertiefen. Und vor allem auch so viele Fälle wie möglich einfach mal zu lösen. Das ist genau das Training, das konkrete Lösen von Fällen, das Sie brauchen, um sich einerseits für die 5.2, aber andererseits auch für Modulprüfungen, insbesondere bei mir, vorzubereiten. Gut, bleiben Sie gesund und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Alles Gute und Wiedersehen.